richtig, richtig guter Start. Und da werden wir umgedreht. Startaufstellung für den Grand Prix von China. Eine Riesenüberraschung. Wir haben es bis in Q3 geschafft im Regenqualifying. Max Verstappen steht aber ganz oben und Charles Leclerc kommt direkt auf Platz 2. Wer kommt dann auf 3 und 4? Wir werden es gleich sehen. Es ist Russell und Sainz. Dann auf der 5 Hamilton vor Oscar Piastri. Auf der 7 dann Perez vor Lando Norris. Dann kommen wir auf einen genialen 9. Platz vor Gasly, Stroll und Tsunoda. Ocon und Magnussen auf der 15, dann Bottas vor Alex Albon. Dann Hülkenberg, Doohan mit einem guten 18. Platz, Alonso mit einer 10. Platz Gridstrafe auf der 19 und dann Ricardo Sargent und Zhou Guanyu. Ja, und damit Servus und herzlich willkommen zur F1-24 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix hier in China. Im letzten Video haben wir schon das Sprintrennen unfassbar gut überstanden im Regen. Dann gab es jetzt auch noch ein Regen-Qualifying hier für das Grand Prix-Rennen. Und das hat uns zwischenzeitlich in Q2 auf Platz 2 gespült, mit nur wenigen Tausendstel hinter Max Verstappen. Und ich dachte schon, ich sehe nicht recht, aber im Regen waren wir unfassbar stark. Dann haben sich die Bedingungen nochmal leicht verändert in Q3, deshalb da der 9. Platz. Keine Chance irgendwie in die Top 3 oder Top 5 oder ähnliches zu fahren. Das wäre aber auch zu viel verlangt, weil wir ja weiterhin das schlechteste Auto im Feld haben zurzeit. Trotzdem im Regen scheinen wir im Vergleich zur Konkurrenz sehr, sehr stark zu sein und im Trockenen wird uns aber wahrscheinlich die Puste ausgehen. So war es bisher in den bisherigen Rennen auch und ich bin sehr gespannt. Ich schätze, wir werden nach hinten durchgereicht werden. Aber wenn wir irgendwie die Chance haben, dieses Top-10-Ergebnis einzufahren, dann wäre das natürlich eine Sensation. Wir versuchen alles hier einen Punkt mitzunehmen und müssen jetzt erstmal eine passende Strategie auswählen. Ich schätze, es wird medium-hart werden. Durch das Sprintrennen haben wir schon und das Qualifying haben wir schon einige Soft- und Medium-Reifen verbraucht. Deshalb haben wir vermutlich, ja, ich glaube, genau, wir haben keine ganz frischen Soft-Reifen mehr. Ein Rundenalter aus dem Qualifying, aber das macht es auch nicht unbedingt besser hier, wenn wir mit denen unterwegs sind, glaube ich. Also selbst wenn ich hier irgendwie, ja, hier kann ich gar nicht auf Medium-Reifen wechseln, weil die keine 21 Runden aushalten. Von daher wird es auf Medium-Hard rauslaufen, das ist die beste Strategie heute. 28 Runden stehen uns hier bevor. Einige um uns rum sind auf harten Reifen unterwegs, manche andere auf Medium, so wie wir. Kommen wir gut weg? Ja, der Start ist gut im Vergleich zu denen, die die harte Reifen drauf haben. Richtig, richtig guter Start. Und da werden wir umgedreht. Richtiger Unterbodenschaden. Autsch, virtuelle Safety Car. Und wir bekommen eine 10 Sekunden Strafe. Das gibt's doch gar nicht. Das müssen wir uns direkt nochmal angucken. Das war wenig schlau. Ja, ich habe ehrlich gesagt rechts nicht registriert, dass der Alpine fährt. Ich dachte, da ist niemand. Ich habe mich gewundert, warum da jemand reinbremst an der Stelle, was super wenig Sinn gemacht hätte. Aber es war tatsächlich einfach der Alpine da. Und deshalb ist die Strafe auch gerechtfertigt, weil wir da einfach voll auf ihn eingelenkt haben. Sehr, sehr ärgerlich, dass wir da einmal die Strafe haben und zum anderen jetzt auch einen krassen Unterbodenschaden. Das war richtig dumm. Ja, Gasly bekommt auch eine 10 Sekunden Strafe. Das finde ich fast unfair für ihn, weil im Prinzip war das schon unser Fehler. Klar, er hätte auch noch vorsichtiger da fahren können an der Stelle und rausziehen können. Da ist natürlich wenig Platz, aber ja, sehr, sehr blöde Situation. Und jetzt haben wir Critical Damage laut Chef, laut unserem Renningenieur. Und natürlich diese Strafe. Ja, da wollte ich wirklich zu viel. Ne? Es hat einfach so ausgeschaut, als ob wir da einfach zwei Plätze gut machen können, direkt am Start. Und das wäre natürlich richtig, richtig cool gewesen, wenn wir hier mal einfach das Auto hier in der Top 7 haben. Und jetzt haben wir es hier, aber jetzt ist es kaputt. Das ist natürlich richtig, richtig uncool. Norris und Gasly so bestätigt, dass sie sich irgendwie neue Teile holen müssen. Die sind beide an die Box abgebogen. Bei Gasly war der Frontflügel weg, das habe ich gesehen. Bei Norris weiß ich nicht, was da los war. Stroll und Perez jetzt hinter uns. Aber auch Perez hat eine 10 Sekunden Strafe bekommen. Was hat denn der verbrochen? Er war nicht bei uns in den Unfall involviert. Sehr, sehr spannend. Jetzt geht hier Stroll innen durch. Wir haben nämlich kein ERS zur Verfügung. Das Auto ist so beschädigt, dass wir leider ohne ERS auskommen müssen. Richtig, richtig ärgerlich, diese Situation.
können da uns noch gegen Tsunoda verteidigen. Aber nicht mehr lange. Tsunoda geht vorbei. Magnussen geht vorbei ohne ERS. Macht das keinen Sinn? Jetzt haben wir wieder ERS. Urplötzlich. Okay, interessant. Aber jetzt haben wir ja leider schon 4 Plätze verloren in dieser Runde. Ja, wir können weiter an der Kampfgruppe, an der Top 10 dranbleiben, haben jetzt aber sehr, sehr viel ERS verbrauchen müssen, um da an der Gerade dran zu bleiben. Ocon und Albon schaffen noch keinen Angriff zu setzen, aber ich merke schon, dass der Unterbodenschaden so ein bisschen die Straßenlage negativ beeinträchtigt. Wir können die Kurven, die normal Vollgas gehen, nicht wirklich Vollgas nehmen. Ich hoffe, dass wir da einfach trotzdem noch möglichst gut mitschwimmen können. Man soll ja niemals aufgeben. Man weiß es ja nicht, was noch passiert. Aber mit einer 10-Sekunden-Strafe wird es grundsätzlich sehr schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir die einfach am Ende drauf gerechnet bekommen oder ob wir die vielleicht in der Box auch absitzen können. Ich vermute aber eher Ersteres. Esteban Ocon drückt sich innen rein bei uns. Ich möchte da verteidigen, auch wenn es hier viel Reifen kostet außenrum. Sehr, sehr gute Linie, um vor Ocon zu bleiben. Sehr, sehr gut. Oh, da ist ein Frontflügelteil geflogen bei irgendjemandem da vorne. Die sind sich in die Haare gekommen. Und deshalb können wir auch so gut dranbleiben, weil die sich da nicht so wirklich einig sind um Platz 8 da vorne, glaube ich. Auch Tsunoda schert jetzt aggressiv aus. Ocon versucht es wieder innen rein. Muss aber zurückstecken. Ja, wenn wir hier alles an ERS einsetzen, dann ist die Chance immer ganz gut, dass Ocon nicht vorbeikommt. Er wird größer im Spiegel, aber er muss hinten dran bleiben. Vorne hingegen der nächste Fight gegen Sergio Perez. Ocon versucht es jetzt diesmal außenrum. Bei uns hat es gut funktioniert, aber wir werden ihn da hoffentlich ein bisschen verhungern lassen. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir setzen uns an den Haas ran und können gerade so vor Ocon bleiben. Der Haas von Magnussen jetzt aber mit dem Fehler. Oh, Verwarnung bekommen. Fast hier der Fehler von uns, aber wir können irgendwie vor Magnussen kommen. Wahnsinn, Platz 10, aber immer noch natürlich die Strafe, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, und dummerweise sind wir über eine Sekunde hinter Tsunoda und deshalb wird Magnussen jetzt an uns vorbeigehen können und vielleicht sogar Ocon. Das ist die Frage, können wir spät bremsen? Kontakt mit Magnussen. Er will natürlich auch nicht aufgeben. Hat er gut gemacht, Magnussen. Jetzt hat er aber kein DRS. Wir bleiben aber dahinter. Und Esteban Ocon kommt wieder auf der Geraden. Wir haben wenig ERS. Stehen bleiben die Räder. Gerade so noch pünktlich gebremst. Es wird immer härter, dieses Rennen. Und wir haben das DRS-Fenster verlassen müssen von Magnussen. Ocon kommt hier ohne Probleme vorbei. Alex Albon kommt jetzt auch, setzt sich innen daneben. Wir können jetzt nicht mehr wirklich mithalten. Und die Reifen sind auch ziemlich im Eimer. Wir kommen am Ende dieser Runde jetzt rein. Eine Runde früher als geplant und ziehen frische, harte Reifen auf. Uiuiui. Da habe ich vergessen, dass die ja auch noch anbremsen müssen hier. Und dann war ein bisschen zu konservativ gebremst an der Stelle. Ja, also bisher leider ein sehr chaotischer ist das Stint.
Ich habe nicht so viel Hoffnung, aber wir geben natürlich das Beste. Jetzt der Stop von unseren Jungs. Ah, die 10-Sekunden-Strafe wird hier jetzt gerade abgesessen. Das heißt, wir werden ein bereinigtes Ergebnis am Ende haben. Okay. Magnus, Albon waren gerade an der Box, auch Gasly. Nee, Gasly war schon länger an der Box. Und wir sind jetzt natürlich mit großem Abstand hinter dem Feld durch dieses Absitzen der Strafe, was nötig war. Interessant wird es jetzt zum Beispiel mit Leuten wie unserem Teamkollegen Jack Doohan, der ist gerade in der Box. Da kommen wir vor ihm raus. Knapp, aber zumindest vor unserem Teamkollegen. Wir sind nicht ganz hinten. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie im freien Fahren hier die Pace überhaupt ist, ohne DRS und Co. Denn auf Hülkenberg aufschließen werden wir wahrscheinlich nicht können. Doohan 2 Sekunden hinter uns. Es wird ein Kampf um die rote Laterne werden heute. Uiuiui, was ist da los, Sergeant? Der hat ein Problem, das wurde auch gerade durchgesagt. Und plötzlich sind wir doch im DRS-Fenster von jemandem. Kurz der Quersteher gehabt. Perez ist ausgeschieden. Okay, interessant. Und wir sind bisher in etwa dieselbe Rundenzeit, dieselbe Pace unterwegs wie Jack Doohan. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja immerhin diesen starken Unterbodenschaden. Also das ist ja kein schlechtes Zeichen, dass wir zumindest halbwegs so schnell sind wie unser Teamkollege. Sergeant jetzt sehr langsam und wir haben einen neuen Gegenspieler hinter uns, Bottas. Der ist nach dem Stop jetzt hier vorbeigekommen an Doohan. Und was macht denn Sergeant da? Der hat die Innenbahn offen gelassen. Das ist natürlich jetzt eine blöde Stelle hier zum Vorbeigehen. Da ist nämlich normalerweise nur eine gute Linie vorhanden und deshalb verlieren wir jetzt richtig Zeit nach hinten, aber zumindest kommen wir an Sergeant vorbei. Platz 15 jetzt. Auf der Innenbahn konnte sich aber Sergeant wieder vorbeidrücken und jetzt haben wir hier einen DRS-Wettkampf. Das gibt's ja gar nicht. Und einen extra Boost hier irgendwie von Sergeant. 4 Leute hier, das kann nicht gut gehen. Doohan, innen an uns dran. Ich glaube, der hat heute eine bessere Pace als wir. Da stellen wir uns lieber hinten an. Wir haben ja auch den Schaden. Leider jetzt Platz 18 vor uns und Shogun Yu möchte auch noch vorbei. Der hat die besseren Medium-Reifen drauf. Möchte jetzt hier innen reingehen. Wir nehmen wieder die weite Linie, lassen uns weit tragen in dieser Schneckenkurve und können dadurch vorne bleiben. Doohan versucht da an Zeit schon vorbeizugehen. Scheint gut zu klappen. Sergeant, wie gesagt, mit technischen Problemen kommt in manchen Ecken nicht gut raus. Vielleicht hat er einen Gang nicht oder so, ich bin mir nicht sicher. Shogun Yu, der Nächste, der an uns vorbeigehen wird. Da können wir uns nicht wehren und von hinten kommen noch Gasly und Norris. Oder vielleicht hier doch können wir uns wehren, Fragezeichen. Bessere Topspeed, da liegt ein Teil auf der Strecke, da müssen wir vorsichtig sein. Fehler gemacht und Shogun Yu ist durch. Da haben wir zu viel versucht bei der Verteidigung. Und ich hatte ja auch die ganze Zeit versehentlich den RS-Knopf aktiviert. Das erklärt einiges, warum wir da ausgebrochen sind. Insbesondere Sergeant versucht es wieder zurück an Doohan. Oh je. An sich ein harter Vierkampf um diesen 16. Platz an Shogun Yu jetzt neben Sergeant und Doohan aktuell mit den besten Karten, aber ohne DRS natürlich. Und bei diesem Kampf möchte natürlich auch Lando Norris mitmachen. Der hat die schnellste Runde inne, der fährt antizyklisch, weil er in der ersten Runde einen Schaden an der Box reparieren lassen musste. Sergeant, ne Moment, Shogun Yu vorbei an Jack Doohan, verdammt. Oh, Norris! Norris geht da innen rein, das war richtig, richtig unerwartet und gut. Da, guck mal, was der für eine Speed hat im Vergleich zu uns. Und jetzt ist die Luft draußen, ich freue mich, wenn das Rennen dann echt raus ist in vier Runden. Mittlerweile Norris an Sergeant und Doohan auch vorbeigegangen. Also auch da ohne Probleme.
Natürlich, er hat ja auch einen McLaren unter seinem Hintern, also der geht ja auch gut nach vorne, was die Technik betrifft. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch Fehler machen und uns Gasly einholt, der 13 Sekunden hinter uns, glaube ich, mit einer 2- oder 3-Stop-Strategie eben auch wegen der anfänglichen Situation unterwegs ist. Aber der hat die Strafe auch schon abgesessen, von daher ist das Feld bereinigt. Ja, am Ende des Tages ging auch Jack Doohan in die Luft raus. Der hat sich leider nicht durchsetzen können gegen Sargeant. Der hat auch zwischenzeitlich so ausgeschaut, als könnte ein Kick sauber Konkurrenz machen und vor denen bleiben. Aber die Long-Run-Pace unseres Autos ist nicht gut und von daher müssen wir uns mit Platz 20 zufrieden geben mit dem Rennen, das wir aber selber in Turn 1 so ein bisschen versaut haben mit dem Unfall mit Gasly. Platz 20 für uns, mehr war leider nicht drin. Endlich gab es sogar einen überraschenden Doppelsieg für Ferrari. Charles Leclerc gewinnt vor Carlos Sainz. Oscar Piastri sehr stark aufs Podium gefahren. Verstappen nur Vierter mit 13 Sekunden Rückstand und er hat am Ende noch einen heftigen Fight mit Lewis Hamilton gehabt. Russell wird Sechster, dann die beiden Aston Martin. Yuki Tsunoda und Alex Albon holen Punkte. Das ist natürlich ärgerlich für uns. Wir müssen uns ja da irgendwie durchsetzen gegen das ein oder andere Team. Wir können froh sein, dass Haas bisher noch keine Punkte hat. Die waren heute im Rennen auch einen Tick stärker als für gewöhnlich. Und wir müssen gucken, unser Auto zu entwickeln, weil unser Hauptsponsor ja durchaus den Auftrag uns gegeben hat, Platz 8 oder höher zu sein. Und aktuell heißt es, dass wir da noch uns verbessern müssen. Kick sauber wird aber bestimmt auch mal den einen oder anderen Punkt noch holen und da führt kein Weg dran vorbei, dass wir mal irgendwie als Sechster oder Siebter ins Ziel kommen müssen, um das Ziel dann auch zu erreichen. Jetzt schauen wir aber auf die Fahrer-WM. Da ist Charles Leclerc jetzt mit 15 Punkten erstmal vor Max Verstappen. Lando Norris heute eben keine Punkte, trotzdem noch nah dran auf Platz 3. Dann hält Perez, Sainz und Russell. Piastri heute mit den starken 15 Punkten hat ein bisschen die Lücke nach vorne geschlossen und ist vor Alonso gekommen. Tsunoda und Albon mit jeweils 2 Punkten auf dem Konto und in der Konstrukteursrangliste ist Ferrari dadurch gerade 13 Punkte vor Red Bull, weil auch Perez wieder nicht viele Punkte geholt hat, also heute gar keine, besser gesagt. Und dann McLaren und Mercedes relativ nah beieinander. Ah, und tatsächlich war das vorhin im Rennen eine ERS-Fehlfunktion. Wir haben nämlich jetzt von unserem Team eine Info bekommen und 480 Ressourcenpunkte. Ja, das finde ich super. Da haben wir ein bisschen wenigstens eine Entschädigung bekommen für diesen Defekt, den wir hatten. Jetzt schauen wir mal, was wir hier am besten machen können. Wir haben auf jeden Fall für den Zweitfahrer ein Training. Das würde ich mal auf jeden Fall vorschlagen. Und da haben wir noch 8 Tage. Wie nutzen wir das denn? Am besten haben wir hier vielleicht das finanzierte Team-Event. Das ist ein Moralboost für alle Abteilungen. Und da müssen wir mal schauen, was noch Sinn macht. Ja, Teamanerkennung ist auch nicht so verkehrt. Die Rennsimulation aber auch, um Doohan zu pushen. Deshalb würde ich tatsächlich hier so das Ganze machen und dann noch den Videodreh. Dann müssen wir das nicht ungenutzt lassen an der Stelle. Ja, ein Teil der Aerodynamik ist angekommen, nämlich der Halo. Und das ist ein gutes Signal. Es ist noch ein weiteres Teil hier in der Pipeline und wir konnten Kick sauber damit immerhin überholen. Es ist sehr, sehr eng hier zwischen den hinteren Teams. Alles bis zu Visa Cash App ist sehr nah zusammen. Und dann ist eben die kleine Lücke nach oben zu Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull. Da wird es aber auch enger, so wie es scheint. Und wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt dann gleich
hier das finanzierte Team-Event mit dem Moralboost ausnutzen und entsprechend das ein oder andere Teil in die Wege leiten. Am 9. Mai kommt das nächste Teil der Aerodynamik an. Das ist ein großes Upgrade, aber vielleicht können wir jetzt bei der Chassis-Abteilung mal tätig werden. Wir haben 2600 Ressourcenpunkte, da sind wir aber auch ganz, ganz hinten. Leider, jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir sogar ein großes Upgrade. Das könnte vielleicht helfen, das kommt aber sehr spät an und so weit vorkommen wir dadurch auch nicht. Deshalb würde ich jetzt hier ausnahmsweise doch mit den kleinen Upgrades arbeiten. Wir können aber nur einen Teil immer parallel entwickeln und gehen deshalb auch noch nebenher auf den Antrieb und machen dort die Zündkerze. Das kommt dann auch vor Imola an. Zwei kleine Upgrades, 1000 Ressourcenpunkte noch hinterher. Die Frage ist, ja, 1150, das reicht nicht für ein weiteres Aerodynamik-Upgrade, aber wir können ja noch ein paar Tage warten, denn wir bekommen am 29. April ein paar wöchentliche Ressourcen und jetzt haben wir wieder genug, um auch noch ein weiteres Teil in der Aerodynamik in die Wege zu leiten. Heckflügel-Oberklappe, das können wir uns leisten. Den Frontflügel Gurney Flap leider nicht, von daher geht es hier mit diesem Upgrade auch noch hoffentlich vor Imola einen Sprung nach vorne. Außerdem können wir einen weiteren Sekundärsponsor wählen, weil wir Team Anerkennungslevel 10 erreicht haben. Das finde ich ja super. Und dann können wir mal gucken, was wir da machen. Da haben wir ja schon das letzte Mal ein bisschen überlegt, was sinnvoll sein könnte für das nächste Mal. Und ich würde sagen, Avolo ist nicht schlecht, weil wir da auf jeden Fall 101.000 Dollar wöchentlich safe bekommen und dann aber auch noch 100.000, wenn wir das Rennen und den Top 16 beenden. Und das sollten wir ab und zu ja vielleicht schon schaffen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das. Das ist, glaube ich, ein guter zweiter Vertrag für uns. Dann müssen wir auch mal gucken hier und neue Komponenten einbauen. 48% Abnutzung ist schon ein bisschen viel. 50% bei der MGUH ebenfalls. Und beim Turbolader, ja, da könnte man theoretisch noch eins gehen, aber wir gehen einfach auf ein zweites, wenn wir eh schon ein paar Teile wechseln. Das kostet uns auch soweit erstmal nichts. Aber wir müssen natürlich haushalten mit den Mitteln, die wir da zur Verfügung stehen haben. Dann spulen wir noch weiter bis zum Grand Prix von Miami, schauen dann nochmal auf die Liste. Sind aktuell tatsächlich noch vor Kicksauber, da bin ich mal gespannt, ob wir da auch bleiben können, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Haas hier zuletzt mit einem großen Upgrade ist da weit nach vorne geschossen, da bin ich gespannt, ob die vielleicht jetzt bald mal in die Punkte fahren. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben den ersten Saisonsieg von Charles Leclerc erlebt. 5 Rennen bisher, 5 unterschiedliche Sieger. Das ist auch ziemlich cool. Und wir fahren das nächste Rennen in Miami. Ich hoffe, dass es da erfolgreicher wird als jetzt hier in China. Das war das schlechteste Saisonergebnis, obwohl der Sprint eigentlich ganz cool war. Aber können wir jetzt nicht ändern. Da war auch ein eigener Fehler mit dabei. Nächstes Rennen wird wieder von Neuem gestartet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen nach oben da und abonniert den Channel, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft mir zu wachsen und weiter Videos zu produzieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.